Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es darum geht, ja, wie sinnvoll ist es, ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis zu traden? Es wird immer wieder in der Literatur auf ganz, ganz vielen YouTube-Videos empfohlen, als Ratschlag dem Trader gegeben, um zu gewinnen, um erfolgreich zu sein, solltest du eine deutlich größere Chance traden, als dein Risiko ist. Das heißt, dein Kursziel sollte viel, viel weiter weg sein als dein Stopp. Bedeutet, du solltest irgendwie hohe sogenannte CRVs traden. Und das Ganze, ja, diesen ganzen Mythos wollen wir uns heute mal genauer anschauen und ich möchte euch dazu meine Gedanken teilen. Vorweg müssen wir vielleicht eine Grundsache erstmal verstehen, nämlich ja, Chance-Risiko-Verhältnis. Das Risiko definiert sich immer aus dem Punkt, wo bist du rein und wo ist dein Stopp? Das heißt, wo gehst du dann tatsächlich raus? Ich setze in diesem Fall voraus, dass der Trader überhaupt einen Stopp hat. Ja, aber ansonsten hast du kein Chance-Risiko-Verhältnis. Im Nachhinein das zu konstruieren, macht da keinen Sinn. Das bedeutet letztendlich, ich habe einen vordefinierten Punkt, an dem ich die Reißleine ziehe, wenn ich irgendwo reingehe. In unserem Beispiel einfach mal, wir steigen bei 100 ein bei einer Aktie und unser Stopp ist bei 90, dann hätten wir hier 10 Punkte. Wir reden mal jetzt, egal welche Währung, das ist Risiko. Und jetzt hat der Trader natürlich verschiedene Möglichkeiten. Er könnte ein Ziel nehmen, was zum Beispiel genauso weit entfernt ist, 10 Punkte, dann wären wir bei 110. Wir können natürlich auch, und das ist ja die Empfehlung von ganz, ganz vielen Tradern, ein gutes und hohes CRV traden. Das heißt, dass wir sagen, unser Kursziel ist 120, 130, 140 oder noch weiter weg. Dazu müssen wir aber Folgendes verstehen. Ich frage euch mal an dieser Stelle und macht euch mal kurz selber Gedanken. Stoppt vielleicht den Video, überlegt euch die Antwort gut und ja, dann kann man sich im Prinzip auch schon vieles selber erklären. Nämlich, wenn ich bei 100 einsteige und ich habe ein Kursziel bei 110 und ich habe einen Stopp bei 90 und ich habe von den Annahmen her erstmal keine weiteren Annahmen. Das heißt, rein der Markt schwankt ja quasi rein zufällig. Was ist dann wahrscheinlicher? Beziehungsweise mit welcher Wahrscheinlichkeit wird das Ziel erreicht und mit welcher Wahrscheinlichkeit wird der Stopp erreicht? Ja, überlegt mal kurz. Und ja, wenn ihr jetzt hier weiter mir zuhört, ist es natürlich logisch, 10 Punkte, ob nach oben oder unten, das ist erstmal vollkommen egal. Wenn der Markt einfach so willkürlich hin und her schwankt, dann ist das beides gleich wahrscheinlich. Und die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, beträgt 50%. Die Wahrscheinlichkeit, einen Stopp zu erreichen, beträgt 50%. Und wie sähe dann, wenn ein Trader immer so eine Situation machen würde, sein Gewinn-Verlust-Profil aus? Ja, das verstehen wir, wenn wir den sogenannten Erwartungswert ausrechnen. Das ist eine Formel, die sagt, die Trefferquote, also wir könnten auch zum Beispiel 100 Mal traden, also wenn wir zum Beispiel in diesem Fall 50 Trades mal unsere Auszahlung, das wären ja, wenn wir gewinnen, 10 Punkte und dann die Verlustquote, das wären ja die anderen 50% mal das Risiko, das wären dann minus 10 Punkte und das wäre dann das Ergebnis. Das heißt, wir würden in so einer Situation, wo das Chance-Risiko-Verhältnis gleich groß ist, würden wir tatsächlich ja, 10 Euro gewinnen können, 10 Euro verlieren können, aber auf Dauer würden wir keinen Profit machen, weil der sogenannte Erwartungswert eben 0 ist. Und wenn man dann noch Spesen hinzurechnet, vielleicht auch noch ja, andere, die Zeit, die man dafür aufwendet, dann wäre Traden ein sinnloses Spiel. Und deswegen kommt dann von ganz vielen jetzt der Vorschlag, naja, um eben erfolgreich zu sein, musst du ja eben mehr als dein Risiko reinholen und du musst ein Ziel nehmen, was weiter weg ist. Aber wenn wir jetzt uns nochmal zurückerinnern an die Frage von vorhin und die Frage stellen, ja, wie sähe es denn aus mit den Wahrscheinlichkeiten, wenn unser Kursziel jetzt nicht bei 110 ist, sondern weiter weg ist, bei 120, bestehen dann auch die gleichen Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, haben wir dann auch eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dann wird uns schon intuitiv klarer, dass je weiter ein Kursziel weg ist, umso unwahrscheinlicher wird das erreicht. Also ganz einfaches Beispiel, was ich immer meinen Schülern gebe, ist, die sagen, schaut euch jetzt mal den aktuellen DAX-Stand an, egal wo er jetzt steht, und dann überlegt ihr, wenn euch jemand eine Wette anbietet, und es ist vollkommen egal, ob ihr da long oder short gehen wollt, es geht nur darum,
Was ist wahrscheinlicher, also dass der Markt sich einen einzigen Punkt bewegt oder 100 Punkte bewegt in eine Richtung, dann werdet ihr und ihr euch aussuchen können, welche Seite der Wette ihr spielen wollt. Dann werdet ihr natürlich sagen, es ist am wahrscheinlichsten, dass der Markt sich einen Punkt in eine beliebige Richtung bewegt. Selbst wenn man positiv für den Markt gestimmt ist, glaubt man doch, dass ein Punkt wahrscheinlicher gegen einen ist als 100 Punkte für einen. Und in dem Fall wird es einem einfach logisch klar, je weiter ein Kursziel weg ist, umso unwahrscheinlicher wird es auch erreicht. Und die Konsequenz von einem hohen CRV ist doch eigentlich nur, dass ich unwahrscheinliche Trades durchführe. Nämlich, je größer mein CRV ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ich an das Ziel gelange. Von daher, auch ohne weiteren Annahmen, macht das erstmal keinen Sinn und löst auch nicht das Problem, erfolgreich zu werden oder nicht erfolgreich zu werden, denn ich nehme jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel. Nehmen wir ein sogenanntes CRV von 2 und ohne weitere Annahmen beträgt nämlich dann tatsächlich nur noch die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu erreichen, 33,3% und ausgestoppt zu werden, die Wahrscheinlichkeit 66,6%. Und wir sehen, wenn wir den Erwartungswert wieder ausrechnen würden, hätten wir in diesem Fall wieder einen Erwartungswert von 0. Das heißt, alleine das Kursziel weiter wegzuziehen, ja, oder auch den Stopp näher ranzumachen, egal wie man es drehen möchte. Also das Verhältnis Ziel zu Stopp, ja, um den Entry herum zu verändern, macht den Trader nicht erfolgreich und bringt auch gar nichts. Also ein hohes CRV macht aus diesem gar keinen Sinn. Und von daher muss man erstmal ein ganz großes Fragezeichen an dieses Konzept machen. Ja, dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie kann ich denn überhaupt erfolgreich traden? Und erfolgreich traden kann man nur, wenn es einen sogenannten Vorteil gibt. Ein Vorteil ist, dass es irgendetwas, ob das ein Trend ist, eine Chartkombination, irgendetwas, es wahrscheinlicher macht, dass der Markt Richtung Ziel läuft, als zum Stopp. Und am leichtesten zu erklären ist das tatsächlich auch beim CRV von 1:1. Das heißt, wenn wir jetzt wieder 10 Punkte bis zum Ziel haben und 10 Punkte bis zum Stopp haben, aber jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 52% aufgrund eines Trendes zum Beispiel annehmen, dass wir zum Ziel laufen, ja, dann beginnt plötzlich, wenn wir diese Formel wieder ausrechnen von dem Erwartungswert, der Erwartungswert zugunsten des Traders sich zu drehen. Es gibt einen positiven Erwartungswert, der sagt an, was der Trader im Durchschnitt pro Trade verdienen kann. Und das wären dann im Durchschnitt hier 0,4 Punkte, wenn wir in Punkten rechnen. Ja, so, das wäre also das Konzept, wenn wir sagen, es gibt eine leicht erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Markt zum Ziel läuft und eine leicht geringere Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeiten müssen sich ja auf 100 zusammenzählen, dass wir ausgestoppt werden. Der Vorteil im Markt, der ist nie riesig groß, also da haben wir keine 80% Wahrscheinlichkeit, wenn das Ziel und Stopp gleich weg ist, weil wenn das so der Fall ist, würde das jeder Marktteilnehmer sofort erkennen. Die Marktteilnehmer würden um diesen Vorteil sofort konkurrieren und ja, in dem Fall würde man dann eben letztendlich durch diese Konkurrenz diesen Vorteil aufschmelzen, ja, weil man alle versuchen schnell einzusteigen, alle versuchen vorher auszusteigen, Vorteil würde verschwinden, aber das ist ein anderes Thema. Hier ist erstmal so, was passiert jetzt eben, wenn ich so einen Vorteil habe, wenn ich jetzt doppelt so viel verdiene als verliere, also zum Beispiel ein CRV von 2 zu traden, ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, ohne Vorteil würden wir immer noch einen Erwartungswert von 0 haben. Wir brauchen also einen Vorteil. Wenn wir einen Vorteil haben, ja, dann können wir, wenn wir jetzt zum Beispiel diese gleiche Rechnung hier machen, dann hätten wir zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit, dass unser Ziel erreicht wird bei 33,46, eine Wahrscheinlichkeit, dass wir ausgestoppt werden von 65,33 und dann ergibt sich der gleiche Vorteil, nämlich ein Erwartungswert von 0,4. Ja, in diesem Fall hätten wir den gleichen Vorteil. Ihr seht jetzt aber, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das Ziel weiter weg ist, ja, sondern das hat mit dem Vorteil an sich zu tun. Und jetzt kann man, wenn man, jetzt muss man im Prinzip folgende Theorie aufstellen oder sich Folgendes überlegen. Wenn es einen Vorteil gibt, dann muss man fragen, ja, wie existiert dieser Vorteil im Markt? Also zum Beispiel durch einen Trend. Und dann kann man sich jetzt fragen, ist der Vorteil zum Beispiel wie eine Strömung in einem Fluss und unterstützt, also wenn wir einen geraden Fluss haben, dann ist ja in diesem geraden Fluss die Strömung überall gleich stark und unterstützt ja die Bewegung also überall
egal wo du in den Fluss einsteigst, hast du quasi immer ja die gleiche Flussgeschwindigkeit und es gibt keine Stellen, an der die Unterstützung größer oder kleiner ist. Und hier kommt jetzt so ein bisschen die Schartechnik ins Spiel und die Marktechnik. Denn das wäre sozusagen das Idealbild, wenn du einen Vorteil hast, dass der an allen Stellen im Markt gleich groß ist. Aber ihr kennt das selber bei einem Fluss, der schlängelt sich auch so und dann gibt es natürlich Stellen, wo die Strömung nicht so stark ist und dann gibt es Stellen, wo die Strömung etwas stärker ist. Und das kann man tatsächlich im Training durch die Markttechnik herausfinden und deswegen sucht man sich eben auch Kursziele raus und Traininggelegenheiten raus, wo die Strömung relativ stark für einen ist und nicht, wo sie sehr schwach ist, also wo sie sich, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, eine ziemlich starke Kurve, wo das Wasser sich verwirbelt, ja, da würde man eben in seinem Training auch nicht erfolgreich sein, aber wenn man eben mal dieses Bild vorm Kopf hat, dann glaube ich, hat man eine ganz gute Vorstellung, wie Training funktioniert. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Vorstellung, dass der Vorteil gleich verteilt wäre, also wenn der tatsächlich konstant wäre, ja, dann wäre es vollkommen egal, was für ein Chance-Risiko-Verhältnis man tradet. Hauptsache, es gibt überhaupt einen Vorteil. Ne? Also nehmen wir ein Beispiel, wir drehen das Chance-Risiko-Verhältnis um und sagen, wir gewinnen nur 1 Euro, aber riskieren 2 Euro, dann hätten wir, solange wir einen Vorteil haben, immer noch, ja, ich habe es euch hier unten in der Rechnung mal eingeblendet, hätten wir immer noch einen Vorteil von 0,04, ja, wenn einfach unsere Gewinnwahrscheinlichkeit bei 32%, bei 68% wäre und die Verlustwahrscheinlichkeit bei 32%. Also, ja, das sind ja, was einige Trader auch machen, dass sie sagen, hey, ich mache einfach ein ganz enges Kursziel und einen etwas weiteren Stopp, dann werde ich nicht so häufig ausgestoppt und kann dann trotzdem, wenn ich einen Markt habe, mit Vorteil profitabel sein. Soweit jetzt erstmal die Theorie. Wir müssen jetzt allerdings an dieser Stelle bloß nicht diesen Video stoppen, weil er sagt so, ah, okay, ich kann das machen, wie ich mag, denn das Wichtige, die wichtige Message, die kommt jetzt sozusagen erst noch, denn vielleicht ist die Empfehlung, ein hohes CRV zu traden, doch gar nicht so dumm. Denn also erstmal müssen wir uns klar machen, also jedes beliebige CRV ist bei einem konstanten Vorteil, wenn wir einen Vorteil haben, erfolgreich. Ja? Das heißt, es gibt weder zu große Verluste, noch gibt es zu kleine Gewinne, das habe ich gerade an dem Beispiel gezeigt, sondern es kommt immer darauf an, wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit kombiniert mit der Auszahlung, ja, und wie hoch ist die Verlustwahrscheinlichkeit kombiniert mit der Auszahlung und das gibt so den sogenannten Erwartungswert an. Jetzt ist es allerdings im Trading nicht so wie im Pokern oder bei Kartenspielen oder im Glücksspiel, dass man die Wahrscheinlichkeiten exakt und genau kennt. Ja, also wie wahrscheinlich ist das, sondern dass man die immer nur schätzen muss. Und bestimmte Wahrscheinlichkeiten, bestimmte Trefferquoten, die sind einfach unrealistisch, dauerhaft am Markt zu erzielen. Das heißt also, ich könnte natürlich auch eine Kombination finden, wo ich mit einem ganz kleinen Gewinn und einem relativ großen Risiko trade, weil ich eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit von 80% oder 90% habe. Und ich weiß, dass gerade hier auf YouTube und sonst wo ja, es Leute gibt, die wollen euch das weismachen, dass diese Wahrscheinlichkeiten existieren. Das ist aber meines Erachtens eine Verkaufsmasche. Ich muss das einfach mal so formulieren, denn eine 80- oder 90-prozentige Trefferquote würde bedeuten, dass du tatsächlich eine Situation identifizierst am Markt, die sehr, sehr klar ist. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das klar ist, würden es eben, wie gesagt, viele Marktteilnehmer identifizieren. Und wenn viele das Gleiche machen, dann wird dieser Vorteil sozusagen abgeschöpft im Markt und dann aber auch vernichtet. Also Trefferquoten von 80-90% sind unrealistisch. Dazu mache ich auch nochmal ein extra Video. Wir haben dann ja noch eine Situation, die wir auch nicht vergessen dürfen. Wir haben ja noch ein sogenanntes Marktrauschen. Das heißt, der Markt ist eben nicht ein gerader Fluss, der geht. Und aufgrund dieser Volatilität ist es meistens eben auch nicht realistisch, von ganz hohen Trefferquoten auszugehen. Außerdem sollte der Trader sich auch selber schützen. Und deshalb gehe ich persönlich immer davon aus, dass ich als Untergrenze, ja, ich sag, ich treffe mit 50%, weil ich mit einem Stopp arbeite. Ja, wenn du ohne Stopp arbeitest, kannst du ja nicht von einer Trefferquote sprechen, weil dann triffst du so lange, bis dich dann einmal der Trade ohne Stopp dein ganzes Kapital vernichtet. Aber wenn du mit einem Stopp arbeitest, ja, dann weißt du ja aus deinem Trading-Tagebuch von der Vergangenheit wahrscheinlich deine Trefferquote. Und ja, wenn ich jetzt damit hingehe und sage, okay, die Untergrenze,
vom CRV, was ich drehen will, ist 1:1, dann bin ich bei 50% Trefferquote immer noch profitabel. Natürlich kann ein Trader sagen, hey, pass auf, ich nehme eine Trefferquote an von 98% und dann kann ich jedes beliebige CRV traden. Nur die Frage ist, wie stabil ist sein System? Ich glaube, dass das nicht stabil ist und halte das auch nicht für stabil. Und deswegen würde ich das hier in Frage stellen. Ja, ich gebe euch aber auch Beispiele, warum das so ist. Hier mal ein Beispiel von DailyFX. Die haben damals ihre Kundenstruktur untersucht und haben geguckt, wie häufig treffen die Leute und haben gesehen, oh, die haben ganz gute Trefferquoten. Aber ihr seht, selbst die hohen Trefferquoten, die man in einem Währungspaar australische Dollar, neuseeländische Dollar erzielt hat, die an die 70% gingen, ja, das waren die höchsten Trefferquoten, die die Kunden gemacht haben auf Dauer, ja, selbst mit denen waren die nicht erfolgreich, weil das sehen wir jetzt hier, nämlich, ihr seht, Average Loss zu Average Profit dreht sich dann wieder. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Trefferquote allein reicht nicht aus. Du musst es mit deiner Auszahlung multiplizieren und dann musst du eben diesen Erwartungswert bilden. Und tatsächlich haben die Kunden nichts von ihren hohen Trefferquoten, wenn sie mehr verlieren, als sie gewinnen. Und dann sind sie eben wieder nicht profitabel. So, also deswegen kann man schon sagen, ein CRV unter 1:1, weil ich dann eine hohe Trefferquote brauche, ist vielleicht doch eben nicht das Wahre. Es gibt noch einen zweiten Punkt, wenn ich einen sehr weiten Stopp mache, dann habe ich eine hohe Trefferquote, weil ich seltener ausgestoppt werde. Ja, aber das führt eben auch dazu, dass ich dann nicht so viel riskieren kann, weil wir müssen ja noch unterstellen, dass der Trader ein Money Management macht. Oder was heißt unterstellen? Wir wollen es hoffen, dass er eins macht. Und wenn der Trader jetzt ein Money Management macht, das heißt, dass er hingeht und ausrechnet, wie viel Kontrakte kann ich für mein Konto kaufen, damit das Risiko zum Beispiel nicht größer als 1% pro Trade ist. Ja, dann können wir zum Beispiel überlegen, beim 20.000er Euro Konto haben wir 1% Risiko, sind wir dann so, bei 200 Euro. Und wenn wir jetzt einen 50-Punkte-DAX-Stop hätten, weil wir einen weiten Stopp nehmen wollen, Intraday als Daytrader, dann könnten wir schon keinen Trade machen. Das heißt also, das macht keinen Sinn, wenn ich einen weiten Stopp nehme, weil dann kann ich wieder kein Risikomanagement machen. Oder aber, ich habe ein größeres Konto, aber dann macht das auch keinen Sinn, weil, wenn ich jetzt ein 100.000er-Konto habe, ne, dann habe ich natürlich 1.000 Euro, die ich nehmen könnte. Aber ich könnte dann mit dem wenn ich sage, ich trade 50 Punkte Risiko, könnte ich in diesem Fall 4 DAXe nehmen. Ich habe dann aber vielleicht, nehmen wir mal an, 50 Punkte Risiko, 10 Punkte Gewinn, also ein hohes Risiko beim kleinen Gewinn. Und dann hätte der Trader sehr viel riskiert, wenn es schief geht. Okay, kann man sagen, geht ja noch, Hauptsache die Auszahlung stimmt. Aber das Konto würde suboptimal wachsen, weil er unglaublich wenig Kontrakte für sein Geld kaufen kann, weil er eben mit diesen hohen Risiken, ja, je größer das Risiko, umso weniger Kontrakte kannst du kaufen. Also er arbeitet dann auch suboptimal. Ich möchte ja eigentlich viele Kontrakte in einer guten Situation kaufen. So, dann gibt es aber noch einen weiteren Punkt und der ist ganz essentiell und den möchte ich euch jetzt zeigen, nämlich was ist denn der Vorteil, wenn ich größere Gewinne habe, also wenn ich CRVs trade, die größer als 1 sind? Und der große Vorteil ist, dass die Spesen nicht so stark gegen den Trader arbeiten. Also nehmen wir mal an, wir haben 10 Punkte Gewinn und 1 Punkt Gebühr. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, ich habe weniger Gebühren, aber es geht hier nur um das Beispiel. Ja, dann habe ich hier 10% Spesen auf meinen Gewinn und das könnt ihr verstehen wie eine Steuer. Ja, das heißt nichts anderes, ob ihr das jetzt eurem Broker oder ans Finanzamt überweist, ist egal. Das sind 10% Steuern, die ihr dann bezahlt. Und eure Steuerlast ist relativ hoch. Wenn ihr größere Gewinne im Durchschnitt macht, ja, also zum Beispiel 20, dann halbiert sich eure Steuerlast. Ja, sehen wir ja. Und das heißt, wir haben letztendlich den Effekt, dass die Spesen nicht so groß gegen uns arbeiten, wenn wir größere Gewinne machen. Und ich sage immer, ich möchte ja nicht für den Broker arbeiten, ne, sondern und auch nicht fürs Finanzamt, sondern ich möchte für mich arbeiten. Und deswegen versuche ich schon allein aus dem Grund, etwas größere Gewinne als Verluste zu machen, also größere Gewinne zu erzielen und damit dann eben auch tatsächlich ein gutes CRV. Und der zweite Grund, den ich euch nennen möchte, ist,
man hat einfach mehr Raum für Fehler. Das ist im Prinzip die gleiche Argumentation. Ne? Wenn wir jetzt hier sehen, ich habe hier einen Gewinn und wir nehmen einfach mal an, dass wir aus irgendeinem Grund durchschnittlich 3 Punkte von unserem Gewinntrades abziehen müssen für Fehler. Das ist nur eine Annahme. Ja? Dann habe ich natürlich, wenn ich größere Gewinne mache, mehr Spielraum für Fehler. Und ich bin ja selber sehr erfahren und trotzdem ist es so, dass man immer Fehler macht. Und es gibt zum Beispiel einen Trading-Fehler, den du gar nicht vermeiden kannst, nämlich viele Trader unterstellen, dass es einen permanenten Vorteil im Markt gibt, dass dieser Vorteil immer da ist. Das stimmt aber nicht. Der Markt ist nur in ineffizienten Phasen, bietet er auch einen Vorteil, ansonsten ist er effizient. Und diese Phasen gilt es zu identifizieren. Aber ich erkenne die Situation nicht immer im Vorhinein und handle ich in Situationen, in denen kein Vorteil herrscht. Also zum Beispiel in einem Seitwärtsmarkt begehe ich einen Trading-Fehler. Und dann habe ich eben schon Fehler, den ich gegen meine Gewinne rechnen müsste. Und diese Trading-Fehler können meine Gewinne auffressen. Und somit sind kleine Gewinner immer ein Problem für den aktiven Trader. Also folgende Argumente nochmal. Ja, also an sich ist es scheißegal, was für ein CRV man tradet. Aber wenn wir mit schlechten CRVs traden, dann haben wir große Risiken. Handeln also suboptimal, weil wir wenig Kontrakte kaufen können, wenn wir vernünftiges Risikomanagement machen. Die Gewinne und Gebühren stehen im schlechten Verhältnis bei kleinen Gewinnen und auch das Verhältnis potenzielle Tradingfehler steht in einem schlechten Verhältnis. Außerdem gibt es dann noch, wenn man einen sehr, sehr weiten Stopp verwendet, immer das Problem eines sogenannten Dispositionseffektes. Ja, Daniel Kahneman kennt das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken, eines der besten Bücher, Wirtschafts- und Psychologiebücher, die es gibt, auch für Trader, gerade empfehlenswert. Der hat in den 70er Jahren eine Entscheidungstheorie, eine neue Erwartungstheorie aufgestellt und dort hat er diesen sogenannten Dispositionseffekt beschrieben und das ist, dass Anleger an drohende Verluste ungefähr doppelt so stark bewerten wie gleich hohe Gewinne und deswegen halten sie an Verlusten fest. Und das ist natürlich dann ein Problem, wenn du dann schon so tief im Verlust bist, dass du denkst, oh, jetzt möchte ich aber auch nicht mehr ausgestoppt werden und dann tatsächlich einen zu großen Verlust produzierst. Das ist nochmal ein zusätzlicher Effekt, der bei einem undisziplinierten Trader entstehen kann, aber natürlich der kann entstehen. Also, so gesehen sind diese kleinen CRVs nicht so gut. Bei den hohen CRVs müssen wir allerdings sagen, je weiter das Ziel weg ist, ist es einfach schwierig, ein hohes CRV auch zu erzielen. Also man muss immer gucken, wie wahrscheinlich ist es denn auch, dass der Markt mein Kursziel erreicht. Und im Trading kommt es meines Erachtens nicht darauf an, sehr hohe CRVs zu erzielen, weil das CRV ist ja auch immer nur eine gedachte Größe. Und wenn ich ein Kursziel habe, was sehr weit weg ist, dann ist es einfach unglaublich schwierig, das auch zu erreichen. Und für mich entscheidender ist das sogenannte realisierte CRV. Und das hängt im Wesentlichen vom Trade-Management-Plan ab. Das heißt, wie gut bin ich in der Lage, bestehende Gewinne abzusichern und weiterzumachen. Das ist aber ein anderes Thema, ein anderes Webinar, ein anderes Video. Hier möchte ich euch einfach eine CRV-Kritik sozusagen vorstellen. Außerdem haben wir einen großen Vorteil, wenn wir für große Gewinner gehen in unserem Training. Wir haben nämlich den Vorteil, dass wir große, also im Gegensatz beim Verlusten, ja, da gibt es ja diesen Dispositionseffekt, gibt es bei den Gewinnen den Vorteil, dass es einen sogenannten Überraschungsgewinn gibt und der ermöglicht uns Spitzenperformance. Und das möchte ich euch einfach in meinem Beispiel sagen. Ich bin absoluter Pareto-Fan und ich mache mit 20% meiner Trades 80% meiner Gewinne und bei diesen 20% sind natürlich große Überraschungstrades bei, das heißt, wo du in den Trade reingehst und am Anfang gar nicht weißt, wie weit der Markt geht, aber mit einem guten Trade-Management dann sehr große Gewinne erzielst. Und diese großen Überraschungsgewinne muss ein Trader natürlich zulassen können. Und das kann er nicht, wenn er so klein, klein, klein tradet. Also immer rein, raus, rein, raus, rein, raus. Sondern er muss versuchen, für diesen großen Gewinn zu gehen und hoffen, dass der Markt ihm dann das ermöglicht. Und das ist dann ähnlich wie ein hohes CRV zu traden, aber mit dem Unterschied, dass ich nicht von Anfang an sage, ich will ein CRV von 5 oder 6, sondern ich versuche eigentlich, vernünftige CRVs zu traden, leicht über 1. Wenn der Markt dann aber, ich merke im Trade, er mir mehr gibt, ich durch ein gutes Trade-Management hole ich mir dann eben entsprechend mehr raus. Und du kannst dir im Prinzip die einfache Frage stellen, was möchtest du sein, was möchtest du für ein Jäger sein? Das ist natürlich auch ein bisschen eine Philosophiefrage. Möchtest du beim Trading Großwild jagen, Mammuts jagen, was weiß ich, oder möchtest du klein, wie so ein Eichhörnchen, die kleinen Nüsse einsammeln? Beides sind Strategien.
Ich bevorzuge aber eben, wie gesagt, die Großwildjagd und das heißt, das Ziel ist es, nicht von Anfang an ein hohes CRV zu planen, sondern hohe realisierte CRVs mir zu ermöglichen, die aber nicht aktiv anzustreben. Ja, jetzt fragst du dich, wie das geht. Da kann ich dich vertrösten auf unsere Kurse. Lern das einfach. Das zeigen wir zum Beispiel, wie du hohe realisierte CRVs erreichen kannst, wie du auch Chancen dafür entdeckst und wie du das Pareto-Prinzip optimal anwendest. Alles das erfährst du bei uns auf der Academy-Plattform, academy.tradak.info und natürlich auch in unseren Seminaren. Und wenn dich das Thema interessiert, also das ist unsere Plattform hier, kannst du dich gerne darauf registrieren. Und wenn du dich das Thema richtig interessiert und du einsteigen möchtest im Trading, dann habe ich ein Angebot für dich. Wir starten quartalsweise. Nächster Starttermin ist jetzt 1. April 2022 mit dem Level 1. Und da geht es genau um diese Themen. Wie kann ich denn hohe Gewinne Gewinnchancen entdecken? Wie kann ich hohe Gewinnchancen realisieren? Ja, wie kann ich erfolgreiches Trading machen? Ja, liebe Leute, ich hoffe, der Video hat euch Spaß gemacht. Ich sag mal, bis demnächst und Kommentare, wie gesagt, immer gerne. Bis dann, bye bye, euer Virgil.